Tja, da gibt's wohl das erste Türchen heute von dem Spiral-Korridor, der Spiralen-Korridor. Der Wendelkorridor. Der Wendelkorridor. The road to the cathedral starts here. Your mental powers will be truly tested here. Think hard. Danke. Geistige Kräfte. Naja, dann mal viel Spaß. Muss ich nur immer im Kreis laufen? Das wäre so schön. Ja. So, setze ich mich mal ein bisschen anders hin. Genau. Damit du ordentlich klettern kannst. Arschloch. Sieht gar nicht mal so gut aus. Mach doch sowas nicht. Du sagst ruhig, wie du warst. Ja, sieht gar nicht mal so gut aus. Gehen erstmal wieder in die Ausgangssituation, das war ja so, ne? Kann sein, ja. Ich glaube, du hast aber schon was geändert. Ja, ja, du hast schon was geändert. So. Der Herr hat sich an eine Technik erinnert. So, wie kommen wir hier ein bisschen hoch? Könntest du im Prinzip da unten noch ein Stückchen mitnutzen, da hättest du noch einen gehabt. Aber na gut. Vielleicht kannst du hier auch hin und her, weißt du? Oh, ich hab's falsch gemacht. Warte, ich hab den. Ich muss den hier, glaube ich, rausziehen. Das geht ja gar nicht. Also noch könntest du das, glaube ich, sogar machen. Aber so war es ja, ne? Da hast du auch schon zwei rausgezogen. Ja. Wenn du jetzt die Ausgangssituation setzt. Ich wollte nicht die Ausgangssituation. Das weiß ich immer. Vielleicht den nach links, den rechten nach links. Den rechten hier nach links? Ja, und dann nach rechts klettern und nochmal rüber. Stimmt. Den, dann kann man ja schieben. Genau. Kannst du halt nach rechts nehmen. Jetzt kannst du da auch schon rausziehen oder so. Das funktioniert. Das funktioniert doch alles. Geld oder schnell hochkommen? Schnell hochkommen. Echt jetzt? Nee, dann doch nicht. Oh. Das ist ja fast das gleiche. Genau das gleiche sogar. Ja. Bloß mit ein paar Blöcken, die noch so dazwischen sind. Den linken. Den linken hier. Ja. Stimmt. Ganz einfach. Ja, rechte. Das ist genau das gleiche. Ja, ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Hier dasselbe. Tschüss. Kannst du den noch rausziehen? Den einen? Naja. Ich meine den links von dir unten. Ja, den. Jetzt schiebst du nach rechts. Stimmt, dann bin ich oben. Genau. Yay. Das ist eigentlich voll einfach. Genau. Das ist es. Hast du gut aufgepasst. Gut. Jetzt wird's schwieriger. Wieso? Ist doch im Prinzip wieder. Es fehlt einer. Eine Reihe fehlt. Echt? Ja, es sind vier statt fünf. Kann auch trotzdem so weiterbauen. Ja, ich würde den hinteren vielleicht noch. Und im Prinzip bist du weiter. Es ist aber anders als vorher. Weil du statt fünf bloß vier hast. Nebeneinander. Okay, wir hatten am Anfang sogar nur drei. Mit den. Naja, mit den bewegbaren Blöcken eingerechnet sind es fünf. Okay. Und hier sind es vier bewegbare Blöcke. Beim anderen waren es fünf bewegbare Blöcke nebeneinander. Sicher? Ja, sicher. Drei in der Mitte und links und rechts einer. Okay. Hast du es nicht gesehen? Nee. Aber du hast auch immer links und rechts einen. Ja. Ah, gut, funktioniert trotzdem wunderbar. Ja, das geht trotzdem.
Und hier dasselbe Spiel nochmal. Kacke, das funktioniert hier gar nicht. Tja, sind bloß noch drei. Funktioniert das nicht, ne? Ich glaube nicht. Ha! Perfekt. Hast quasi eine Ein-Mann-Zelle gebaut. Ja, warum eigentlich nicht, ne? Das ist die Frage, wie macht man das hier am besten? Ich würde vielleicht sogar nochmal an den Anfang zurückspulen. Das wird das vielleicht einfacher. Ja gut, der eine, der jetzt hier reingezogen ist, ist nicht so blöd. Ist schon ein bisschen schwer. So weit hatten wir eben schon, ne? Genau. Das Problem ist es quasi, einen nachzuschieben. Richtig. Könntest du natürlich den rausziehen und dann nach links, aber das hatten wir ja alles schon. Nein, das funktioniert auch nicht. Nee, da kommst du nicht weiter. Ja, leider nicht. Ja, und das ist auch wieder zugebaut. Hier muss man aber irgendwie hochkommen können. Klar. Vielleicht solltest du statt zweien bloß, also statt dreien zum Hochkommen zwei benutzen. Über Ecke. Du hast da unten ja zwei als Fundament. Du sagst nur ein als Fundament. Genau, versuch das mal, ob das geht. Ich weiß nicht, ob es klappt, aber vielleicht macht es das irgendwie besser. Ja, das Problem ist, ich kann ja hier nur den hier machen dann. Ja. Jetzt kann ich nur noch den hier rausziehen und dann den hier unten und dann. Kannst du maximal schieben. Ja, ist auch blöd. Es gibt wahrscheinlich bloß eine Möglichkeit, das ganze Ding zu lösen. Eine Bauart. Ja, mir würde jetzt aber leider keine einfallen. Ich habe leider auch keinen Plan. War sehr cool, dass du sehr viel Zeit hast. Fick dich da einfach nicht drin. Ja, wir haben halt auch sehr viel. Es war ganz schön viel Zeit, die dazwischen war, bis es jetzt abgefallen ist. Übrigens, die Augen der Blöcke bewegen sich. Rechts und links. Muss man darauf achten, wenn du Zeit hast. Für so was. In die Richtung bewegen? Ja, jetzt gerade. Ich kann natürlich unsere Lieblingstechnik versuchen hier. Ob das was bringt? Aber eigentlich nicht. Das geht doch gar nicht. Das ist nicht perfekt. Ist schon mal ein Stückchen weiter. Ja, da hättest du sogar hochgekommen. Hätte ich wohl noch wo. Klar. Und wie? Oder nicht. Okay, habe ich bloß falsch gedacht. Gut. Tut mir leid. Jetzt komme ich auch keinen Block mehr ran. Aha! Ich an. Also ich weiß jetzt noch nicht, was du genau vorhast. Leute, versteht ihr, was er meint? Ich stürze erstmal ganz kurz ab, okay. Obwohl, man kann auch den hier machen, ne? Kannst du den da machen, der ist einfacher. Ja, wir wollen ja hier nicht, ne? So. Kannst du mal den Vierer machen? Ja, hier kann man jetzt so. Das hier war ja schon einfach. Das ist zwar eine Technik, die ein bisschen länger dauert, aber die funktioniert wenigstens. Ja, das Ganze ist auch so ausgelegt, dass das über die Kanten dann immer hält. Das kann ja gar nicht da runterfallen. Ich mag die Technik, die ist so schön einfach. Das einzige Problem ist bloß, dass du da nicht weiterkommst, oder? Ja.
Vielleicht hast du ja irgendwas Entscheidendes übersehen gerade. Als wir da gebaut haben. Irgendein Hinweis. Ja, das Ganze mega einfach macht. Macht es auch Sinn, die reinzuschieben und dann darüber irgendwie das Ganze auf noch eine Ebene auszubauen, wo du nach vorne könntest. Vielleicht geht das so. Simples Vorschläge, Überlegungen und so. Also was hier reinschieben, aber da ist leider... Ohne irgendwie einen Plan, weißt du? Ja, schade, dass es echt nicht geht mit dem Reinschieben. Den hätte ich sogar so gelassen. Wie hättest du es gelassen? So, damit du da drauf kommst und vielleicht es schaffst, irgendwie in die Mitte zu kommen. Aber wird nichts. Ich habe jetzt auch erstmal eine ganz andere Idee. Tja, die Frage ist, wie oft kannst du es machen? Nicht oft genug. Also ich kann es... Entschuldigung, ich kann es oft genug machen. Ich kann natürlich die ganze Zeit hier. Und jetzt irgendwann komme ich nicht mehr oben rein. Da das meinte ich. Irgendwann wird es irgendwann nichts mehr. Ja, so kostet es nicht. Klar. Außer Zeit. Du bist ja fast da. Immerhin, ein bisschen Geld. Also es macht auf jeden Fall keinen Sinn, irgendwas runterfallen zu lassen. Maximal einmal sollte gehen, wegen dieser Abstufung, die da drin ist. Ja, aber mehr geht gar nicht. Ich glaube am schnellsten. Ja, du kannst auch gar nicht mehr so oft zurück. Richtig. Immer diese Rätsel, ja? Ja, oder? Das ist ja eigentlich eher ein Puzzle, oder? Oder Puzzle, ja, es ist ein Puzzlespiel, das stimmt schon. Aber ein Puzzle ist manchmal auch ein Rätsel. Richtig, das ist richtig. Puzzle können sehr rätselhaft sein. Und das ist ganz besonders rätselhaft. Ich habe echt keinen blassen Schimmer, wie ich das hier gewährleisten soll. Tja, ich kann dir da auch nicht weiterhelfen, ich weiß es auch nicht. Ich habe auch keine Idee. Erstmal hier erstmal eine Standardgeschichte. Ja, so ein Dreieck. Sag ich mal. Wenn dann noch eine Linie wäre. Und die Linie anders. Naja, egal. Fakt ist auf jeden Fall. Das ist gar nicht mal so cool. Vielleicht. Ich muss mal überlegen. Kannst du noch nicht anders machen? Aber wie habe ich das gemacht? Nochmal, das ist jetzt so wichtig. Naja, du hast den Block rausgezogen und nach rechts geschoben. Genau so. Das Problem ist jetzt der Block da oben. Genau. Ahahaha. Da hat jemand was rausgefunden. Ist ja im Prinzip das gleiche wie vorher. Kacke. Bloß, dass diese eine Geschichte blöd ist. Aber kannst du nicht den Block nach links und dann rumkriechen? Guck mal, den mittleren kannst du nach links schieben. Den mittleren nach links? Ja klar, und dann kriechst du rum oder kratzt du rum. Machst du so hier? Nach links, das ist rechts. Achso, du meinst auch...
Nein, nach links. Du hast zwar eine Links- und Rechtsschwäche. Nee, ich verwechsel das mal ein bisschen. Das ist eine Links- und Rechtsschwäche. Keine Ahnung. Oh, Vincent! Wenn du an der Ecke bist, musst du einfach in die andere Richtung lenken.